Du hast keinen Bock, dass deine Ledersneaker nach ein paar Mal tragen so aussehen wie diese hier und hier und da Risse haben? Dann pass jetzt ganz genau auf. Ich persönlich liebe weiße Ledersneaker, aber wenn deine weißen Ledersneaker nach einem Jahr so aussehen wie diese jetzt hier und hier und da einfach Risse haben und nicht mehr so richtig fresh aussehen, dann hat man einfach keine Lust mehr, die Dinger anzuziehen. Gerade dann, wenn du zum Beispiel auch etwas schickere Outfits mit Sneakern trägst. Und gerade dann, wenn du zum Beispiel auch den einen oder anderen Euro mehr ausgegeben hast für einen schönen Ledersneaker, dann ist das natürlich immer besonders ärgerlich. Bei mir ist es nämlich so, die Schuhe sollen immer picobello sauber aussehen. Und wenn wir jetzt einfach mal die Schuhe miteinander vergleichen hier, einmal den Schuh, den ich schon seit einem Jahr trage, und dann den gleichen Schuh nochmal, den ich jetzt vor kurzem erst gekauft habe, niegelnagelneu, dann sieht man einfach, dass es nicht mehr so fresh aussieht. Damit du aber lange was von deinen Ledersneakern hast und deine Ledersneaker nach einem Jahr nicht so aussehen wie meine jetzt, habe ich heute 5 Tipps für dich, um deine Ledersneaker optimal zu schützen. Erster Tipp, achte beim Kauf auf das Leder. Wie weich ist das Leder? Ist das Leder sehr weich oder ist das eher etwas härter? Darauf solltest du auf jeden Fall achten. Denn wenn das Leder super weich ist, dann fühlt sich das natürlich super an, gar keine Frage. Auch wenn du da drin läufst, ist das super angenehm. Aber sehr weiches Leder ist natürlich auch sehr anfällig und somit kannst du halt auch schnell Risse in das Leder bekommen. Dementsprechend solltest du beim Kauf auf jeden Fall darauf achten, dass das Leder nicht zu weich ist, sondern einfach von der Härte her so einen normalen Zustand hat. Also einfach mal mit den Fingern drüber gehen und fühlen, wie sich das Leder anfühlt und dann entscheiden, ob der Ledersneaker gut für dich ist oder eben nicht. Viele Männer da draußen denken, dass dieses Teil hier, ein Schuhanzieher, komplett unnötig ist. Aber ich kann dir versichern, ein Schuhanzieher hat definitiv seine Daseinsberechtigung aus vielerlei Hinsicht. Wenn du nämlich deine Schuhe ohne Schuhanzieher anziehst, dann kommst du A, erstmal viel, viel schlechter rein in deinen Schuh und B, kommst du halt auch immer mit deiner Ferse an deinen Fingern entlang. Und wenn du mit deiner Ferse immer an deinen Fingern entlang gehst, dann kann es unter Umständen sein, dass deine Finger irgendwann etwas spröde werden und trocken werden und die Haut etwas rissig wird. Und zudem besteht die Gefahr, dass deine Ferse möglicherweise bricht, gerade bei Ledersneakern. Wenn du hingegen einen Schuhanzieher benutzt, dann kommst du A, viel besser in den Schuh rein, B, werden deine Finger definitiv nicht spröde, trocken oder rissig und C, läufst du auch nicht Gefahr, dass deine Ferse hinten beim Schuh bricht. Also wenn du lange was von deinen Sneakern haben möchtest, dann nutze definitiv einen Schuhanzieher. Wenn du keinen Bock hast auf rissige Ledersneaker, dann kommt jetzt wohl einer der wichtigsten Tipps überhaupt. Wenn du nach Hause kommst und deine Ledersneaker ausziehst, dann solltest du die nicht einfach so in den Schuhschrank stellen, sondern du solltest vorab dieses Teil hier, und zwar einen Schuhspanner, in deine Ledersneaker reinsetzen. Wenn du den Schuhspanner dann in deinen Schuh einsetzt und schön spannst, dann ist es A so, dass der Schuh seine Form behält und B ist es zudem so, dass die Risse halt minimiert werden, weil der Schuh halt in seiner normalen, gewohnten Form ist und das Leder nicht nach innen einfällt. Und diese Schuhspanner sind wirklich nicht teuer. Ich habe da jetzt gerade mal einen Pack bei Amazon bestellt. Ich packe auch die Links natürlich in die Infobox rein. Und ich kann an dieser Stelle schon mal sagen, gerade wenn du zum Beispiel einen etwas teureren Sneaker gekauft hast und den einen oder anderen Euro mehr ausgegeben hast für einen Sneaker, da sind die paar Euro für den Schuhspanner definitiv richtig gut investiert. Wenn ich verreise, dann möchte ich meine weißen Ledersneaker natürlich nicht missen. Und aus dem Grund kommen meine weißen Ledersneaker natürlich auch auf meine Reisen mit. Gerade wenn du zum Beispiel in Urlaub fliegst oder so, da kannst du weiße Ledersneaker einfach perfekt kombinieren zu Sommeroutfits und zu Frühlingsoutfits. Das geht natürlich überragend. Und ich habe das dann damals immer so gemacht, habe einfach die weißen Ledersneaker in den Koffer gepackt und fertig. Aber das machst du nicht, denn du schaust ja gerade dieses Video an und kannst aus meinen Fehlern lernen. Um deine Sneaker reise-ready zu machen, nimmst du erstmal den Schuhspanner aus dem Sneaker raus und dann stopfst du Socken wirklich bis zum Anschlag so in deine Sneaker rein, dass die auch wirklich wieder diese Form bekommen, als wäre ein Schuhspanner in dem Schuh. Somit behalten die Sneaker auch während der Reise im Koffer ihre Form, werden nicht rissig und dann kannst du die Sneaker dementsprechend in den Koffer legen. Ihr habt gerade gesehen, wie ich die Sneaker in den Koffer gelegt habe. Nein, da holen wir die gleich mal schnell direkt wieder raus. Denn wenn dir deine heiß geliebten weißen Ledersneaker wirklich viel wert sind, dann packst du die nämlich nicht so in den Koffer, sondern dann packst du die, nachdem du die Socken natürlich in die Sneaker reingestopft hast, erstmal in einen Schuhbeutel rein und machst den Schuhbeutel zu und
dann kommen die weißen Ledersneaker erst in die Reisetasche oder in den Koffer. Denn dann hast du auch wirklich zu 100%iger Sicherheit damit gesorgt, dass die auch keine Kratzer bekommen oder dreckig werden. Und dann sind die Sneaker ready to travel. Wenn du jemanden kennst, der auch weiße Ledersneaker liebt und die auch so lange wie möglich behalten möchte, dann teile liebend gerne dieses Video mit ihm. Ich hoffe, ich konnte die Lebensdauer eurer weißen Sneaker jetzt ein bisschen verlängern, damit ihr einfach ein bisschen länger Spaß daran habt.